Okay, ich habe etwas gesehen. Ja, Alpha. Wenn es 10 Sekunden komplett leise wird und danach einmal kurz ganz laut, dann weißt du, es war zu weit. Hm. Wenn es nachher ein Gehupe gibt und irgendwas Schweres den Abhang runterfällt, dann weißt du, dass es etwas zu schnell war. Genau, das habe ich gemeint. Kontakt gleich. Gehalten. Oh, da ist einer. Los, schützen kann. Diesen Platz. Alpha Status. Wir sind noch vollkommen in Ordnung. Verstanden, Route weiter fortsetzen. Ich glaub, hier alles okay? Ja, das war jetzt taktisch nicht so klug von denen. Ich glaube, die waren genauso überrascht wie wir. Die haben zumindest nicht geschossen. Ich wüsste gar nicht, ob die überhaupt feindlich waren. Wahrscheinlich war das gar kein Hinterhalt, die haben da einfach nur gepicknickt und. Wahrscheinlich. Mit einer RPK. Ihr müsst wissen, so ein bisschen Landeskunde hier. In Pakistan ist das so ein bisschen. Ja. Status, eine Waffe bei sich zu tragen. Das hat manchmal gar nichts aggressives zu tun. Das haben sie, glaube ich, auch in der Wohnung und alles. Ja, das ist nicht tragen in Afghanistan. Also, als Mann gehört das dazu. Also, das ist kein richtiger Mann, wenn man keine Waffe hat. Die malen ihre Waffen auch bunt an. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist saugeil. Und so ein hübsches Picknick bei den Mondscheinen. Farbig, sonst was. Ja, und mit Glocken dran. Kuhglocken, die kleinen. Ja. Amerikaner, bei uns ist es Tradition, erst zu schießen und dann zu fragen. Ich hab das nicht gehört. Alpha von Lead kommt. Alpha hört. Auf Höhe 086179 bitte einmal anhalten. Verstanden. Sie haben extra. So, Besatzung einmal absteigen. Gunner bleibt drin. Brain? Mir einmal ein Bild von der Stadt machen. Ah, dazu. Guck mal mit, zwei Augen sehen mehr. Jo. Position? Von unserer Position aus 220 Grad, komm. Irgendwo im Talon, also. Kannst du sie sehen? Naja, bis jetzt noch nicht. Ah, 217. Die beiden Gruppen, die da am Fluss sind, im hohen Gras, kommen. Positiv, genau. Die Entfernung von uns, 680 Meter, das können wir mit dem M2 schaffen. Ja, ich sehe sie. Ja, gut, klar. Verstanden. Gruppen sind bewaffnet, werden uns vorbereiten für Feuerüberfall. Machen Sie Ihre Männer fertig. Soll ich den Harvey an die Kante fahren lassen? Das ist doch besser, oder? Ja.
Vielleicht kümmere ich mal da drum. Wo ist der Fahrer von meinem Hamsi hier? Hier. Alles klar, aufsetzen. Wir haben Richtung Südwesten runter ins Tal Kontakt. So Leute, haben wir ihn in Position bringen? Wir werden ihn hauptsächlich mit dem M2 bekämpfen. Toffel, hast du gute Sicht? Ja. Auf dem Weg. Ja, sind die, die da liegen, auch bewaffnet? Die sind auch bewaffnet, ja. Alle anderen Augen offen halten? Ja, dann soll vielleicht das andere M2 auf die rechten, auf die laufenden schießen oder so zuerst. Dass wir nicht beide dieselben abschießen. Guter Einwand. Alpha bringt sich in Position, dass sie auf die rechte Patrouille wirken können. Moment, ja. Ohne Bitte. Sehr gut. Die Abwehrpatrouille ist so weit auseinandergezogen. Unschön. Ja, ich zieh dann auch gleich hoch. Auf die. Lead für Alpha, bitte komm. Lead hört. Welches, wo befindet sich die rechtere Gruppe? Momentan sind beide Gruppen genau übereinander. Alpha wird die sich bewegende Gruppe bekämpfen, Bravo wird die im Wasser liegende Gruppe bekämpfen. Verstanden. Weise noch mein Schütze ein. Diskutieren gerade, ob sie ins linke oder rechte Auge schießen sollen. Alpha ist feuerbereit. Verstanden. Feuerfreigabe erteilt. Na dann, auf geht's. Have a nice swim. Rechts hat sich gerade noch einer hingelegt. Da liegen jetzt, der ist gerade aufgestanden. Jetzt laufen sie beide gerade in das Gebüsch rein. Ja, genau da. Feuer einstellen. Weiter links auf die liegende Patrouille. Etwa 203 Grad. Auf der Straße. Da lebt auf jeden Fall noch einer. Genau da, wo gerade der Laser leuchtete. Ja, dann Laser nochmal los. Da, wo ich ihn jetzt geschossen habe. Er ist tot. Weiter rechts. Halt, Feuerstein, der ist gerade zum Fluss gelaufen. Er läuft gerade auf die Insel. Alpha-Status? Wir müssen auch zwei weitere Einheiten entwickeln. Soweit alles ist ganz schön. Lebt noch was? Scheint nicht so. Ich sehe gerade zumindest nichts. Doch, da schwimmt noch einer mitten zwischen den Bäumen. Ah, da, ja. Weiter rechts, Hoffel. Ich sehe gerade nicht, warte lieber, bis er hinterm Baum hervorkommt. Alpha von Lead auf der Insel, von unserer Position 205 Grad ist noch ein einzelner Kontakt. Verstanden, bitte. Bei der Frage zu antworten, nein, ich habe damit nichts getroffen mit den Unterlaufkanaten. Die sind noch weit vor dem Fluss irgendwo aufgeschlagen. Ich hoffe, du hast dir genug in den Hamsi gepackt. Ja, richtig. Auf der Straße ist noch einer. Ja, bestätige. Oh, der ist am Flüchten, soll ich trotzdem?
Ja. Positiv. Er ist down. Er ist down. Das könnte der sogar gewesen sein. Oder? Ja. Ich glaube, der ist wieder von der Insel weg. Passt auf jeden Fall vom Laufweg, von der Zeit und von der Position. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Hübsch. An die Fireteams, keine weiteren Kontakte gesichtet, bereit machen zum weiteren Vorrücken. Gut, Leute. Durchladen, aufsetzen. Ich komme auch gleich wieder. Lead für Alpha, bitte komm. Lead hört? Wir haben in etwa 500 Meter Entfernung ein Dorf voraus. Wir haben verstanden. Ich sehe einen LKW im Dorf, das war's. Ah, und ein Land Rover. Hier da. Gehört auch nicht zu der Zone, die laut Aufklärung mit erhöhter Aktivität belegt ist. Na, trotzdem. Lead für Alpha, bitte komm. Lead hört. Vor uns auf der Straße steht ein Zivilist mit zwei Ziegen. Verstanden, Infanterie absetzen. Auch wir? Ja. Ich auch. Ja, alle raus, außer Schütze. Rundumsicherung und so. Alpha, schick mal ein paar Mann hin, um das zu klären. Eieiei. Ja, da muss irgendwas explodiert sein. Alles klar. Einer von euch geht hin, Paul, du gehst hin. Jax, du deckst ihn, ja? Ja. Guck mal, ob er mit dich reden lässt oder so. Okay. Prüf vor allem, ob da irgendwelche Stolperdrähte sind. Ja, schön die Augen offen halten. Wenn eine falsche Bewegung macht. Haben wir einen Dolmetscher dabei? Ich bin auch Paul kann ein bisschen. Hey, Sie! Sprechen Sie Englisch? Du nicht. Tja. Sich da vorne in Hand fällt. Wir halten nicht an. Nein. Wenn du aus dem Fenster was pflücken kannst, hast du Glück gehabt. Wie lange? Was okay. Sagt er? Zivilist versteht mich leider nicht. Haben Sie mal geguckt, ob er was am Körper hatte, was verdächtig aussah? Oh, yes. Ich denke mal, der wird hier bloß seine Ziegen irgendwie rumführen. Okay, verstanden. Aufsitzen. Ja, Leute, aufsitzen. Geht weiter.